Hallo ihr Lieben, Tag 1 von unserer Wanderung. Das Wandern ist des Müllers nicht. Wir haben fantastisches Wetter, so etwa 20, 22 Grad werden es sein, also eigentlich optimal zum Wandern. Wir sind heute Morgen in Naumburg gestartet, habe da erst so den Zugang zu diesem Habichtswaldsteigweg gesucht, haben ja auch Kartenmaterial gekauft. War uns dann zu kompliziert. Dann sind wir einfach mal losgegangen nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Und haben dann von weitem eine Burg gesehen und da sind wir jetzt gelandet. Und haben unterwegs dann entdeckt, also wir sind eine Weile mal querfeld eingegangen, einfach Richtung Burg. Und haben dann jetzt entdeckt, dass wir auf dem Habichtswaldsteigweg unterwegs sind. Haben diese Symbole gefunden und sind hier auf der Beidelsburg jetzt und hatten ursprünglich vor, hier auch zu übernachten, aber es ist jetzt noch früh am Mittag, so 1:30 ungefähr. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal eine längere Rast, werden nicht hier übernachten und werden dann einfach mal weiterziehen und mal schauen. Die nächste Hütte ist uns. Die nächste Hütte ist uns und dann werden wir da unser Nachtlager aufschlagen. Okay, dann würde ich sagen, viel Freude jetzt bei den Inspirationen. Wie sagt man? Impressionen. Impressionen landschaftlich gesehen und dann sehen wir uns später nochmal. Hallo ihr Lieben, da bin ich nochmal. Energielevel ist ziemlich unten, also wir sind jetzt von der Burg hierher an unser Nachtquartier gewandert. Das ist diese Hütte, die du hier siehst, die haben wir im Wald gesucht, die war auf der Karte eingezeichnet. Und das war einfach noch ein ganz schönes Stück zu laufen, auch teilweise in der prallen Sonne. Es ist zwar nicht so heiß, aber ja, wir haben ja alle überwiegend so ein bisschen rötlich angehauchte Haare und ganz helle Haut, also es war schon anstrengend. Unser Energielevel ist jetzt wirklich, am Ende. Wir haben ja auch unsere Rucksäcke vollgepackt mit Nahrungsvorräten und dann ist der Schlafsack drin, eine Isomatte noch. Also wir haben noch kein Zelt dabei. Wir schlafen unter freiem Himmel, haben wir auch letzte Nacht so gemacht und handhaben das dann auch heute so. Für mich jetzt wieder eine Herausforderung, in diesem Outfit hier vor der Kamera zu stehen, aber ich mache es trotzdem, um euch da ein bisschen an unserer Wanderung teilhaben zu lassen, unserem Waldbaden, aber am Wochenende wartet ja auch, oder ab dem Wochenende wartet ja auch eine ganz besondere Belohnung noch auf uns, doch dazu später mehr. Und für heute würde ich jetzt erstmal sagen, dass es das war. Ich danke euch für euer Dabeisein, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis morgen, eure Irmgard.